Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen geilen Tag. Ich hoffe, die Sonne knallt euch ins Gesicht, in den Nacken, brennt eure Haut weg und was auch immer das ganze Thema. Heute habe ich mir was Besonderes ausgedacht, was richtig heftig Besonderes. Denn ich habe letztens im Stream, ist mir letztens aufgefallen, dass meine Maus so ein bisschen so war. So. Ungefähr so. Ja, und da habe ich gedacht, irgendwie ist sie kacke. Es ist nicht so präzise, ist nicht so geil, ist alles nicht so richtig nice. Da habe ich mir gedacht, okay, woran kann das liegen? Habe alle möglichen Dinge getestet. Luftfeuchtigkeit, Raumumgebung, Schallisolation, Ultraschall, UV-Einfall. Und bin dann tatsächlich drauf gekommen, dass es am Mauspad lag. Und dann habe ich mir, das Mauspad weggetan und gedacht, ja, hey, guckt euch das an. So nämlich. Ne, das heißt, so mit, also so spiele ich halt immer so, ne? Und ich glaube, und das werden wir jetzt heute testen in dieser einmaligen, einzigartigen Studie, wie worth ist ein Mauspad? Wenn wir dieses Game jetzt gewinnen, dann können wir sagen, wir haben die ganze Zeit nur schlecht gespielt wegen dem Mauspad. Ja. Da brauchen wir nicht 100 Games, da brauchen wir nicht 200 Games, nur dieses eine Game wird darüber entscheiden. Außerdem muss man sagen, das hier ist nicht irgendein Game, das ist das letzte Game meiner Promo. Ich habe einen Win, ich habe einen Lose. Wenn ich jetzt verkacke, ist over and out. Das heißt, ist schon sehr wichtig. Unser Team ist außerdem super scheiße. Wir haben 6 Support mit einer Vayne, das ist, was du überhaupt nicht willst. Wir sind, der muss halt irgendwie AP picken und die Gegner haben, ja, gigantonisches Team. Deswegen, wir müssen gigamäßig gut spielen. Ja. Schauen wir mal, ob das was wird. Ob das funktioniert. Keine Ahnung. Aber wir geben uns Mühe. Außerdem spielen wir gegen Barrier Lux, was immer ekelhaft ist. Ich hasse Barrier Lux, wenn wir ganz ehrlich sind. Hier für dich. Schade, dass das nicht getroffen hat. Hier aber für dich. Zack. Barrier Lux suckt super hart. Aber wir werden, ne, das hinkriegen. Wir müssen das hinkriegen. Kane ist halt, wenn wir Glück haben, wird es ein blauer Kane. Wenn wir Pech haben, ich meine, wir haben 1, 2, 3 Nahkämpfer. Die Frage, wo er gankt. Aber wenn wir Pech haben, dann wird es ein roter Kane. Roter Kane wird echt ekelhaft. Alter. Also Lux, ich sehe jetzt schon wieder. Ich hasse Lux, Leute. Ich hasse Lux wirklich. Wir gehen, glaube ich, auch für einen frühen Shop. Ich habe in den letzten Tagen wieder so oft Flashbacks mit Lux. Du wirst gebindet von einem Supporter und gewone-shottet. Zack, weg. Tot. Schwanger. Bam. Also das Beste wäre, entweder wir töten Lux oder wir roam natürlich offensichtlich. Ich weiß nicht, wie gut Sion gegen Kayle funktioniert. CS-mäßig sieht das bisher nicht schlecht aus. Aber Kayle, muss ich sagen, bisher war sie nie so, dass sie mich komplett im Late-Game zerfetzt hat oder so. Das war bisher nie. Ich glaube, Talon ist sogar relativ gut gegen Kayle, hätte ich irgendwie gesagt. Auch wenn das eigentlich nicht der Fall sein sollte. Werden wir auch rausfinden. Ja, viele, viele Dinge werden wir testen in diesem Game. Ich habe jetzt auch mal wieder den blauen Dragonblade Talon Chroma hier am Start gebracht. Also ich habe das Gefühl, ohne Mauspad kann ich viel präziser spielen hier. Sind die bei uns im Jungle? Ist schon weg. Okay, das Kane. Oh, lecker. Lecker, schmecker, süß und saftig. Ja, wo willst du hin? Guten Tag. Einmal bitte dein Leben. Nee, nein, nein. Tu das nicht. Der ist tot, der muss tot sein. Der muss tot sein. Wieso flasht sie da? Oh no. Oh lol, die nehme ich alle. Ich nehme alle. Ist okay. Also ich glaube, wir sind uns einig. Mit Mauspad hätte das an dieser Stelle nicht funktioniert. Ich glaube, da können wir uns absolut einig sein. Das war schon mal very good. So, wir spielen ja gegen Lux. Aber ich glaube, gegen Lux kann man töten. Deswegen... Item-Build-mäßig mache ich das immer so. Ah, Pinkboard, fast. Hätte ich, ne? Fast. Würde ich so gegen so spielen wie Lissandra oder gegen Gallio oder irgendwie so eine richtige Abfuck-Scheiße. Swain, ne? Velkes. Dann würde ich sagen, let's go für Tiamat first. Durchpushen, roam. Aber gegen so Matchups, die du killen kannst, Lux ist nicht das Geilste, aber es geht. Ne? Dann würde ich sagen, einfach, wir haben auch Blue Buff, das heißt, wir können uns einfach die ganze Zeit hier heilen. Ist auch cool. Kill auf Rengar ist auch cool. 2 Kills auf Rengar ist sogar noch besser.
Wir müssen halt irgendwie ihr Dings da baiten. Ihr Q. Wenn sie das Q raus hat, können wir sie anspringen. Wir werden jetzt mal für die Deep Wards gehen, Leute. Kane ist aus Plastik. Der ist aus UV-Kunststoff. Ha! Guten Tag. Jetzt das Ding dodgen. Und jetzt Q, Auto-Attack, W. Bam. Na, guck mal, also. Da, sie will immer noch. Na gut, dann. Ich würde das Wort schon gerne haben. Hier steht es, so. Na, Kane macht sie sehr, sehr gerne, die Vögel. Sehr, sehr gerne. Das ist das Anti-Vögel-Wort. Ja, natürlich. Gib mir dein Damage. Komm schon. Oh. So, wir sind about to 6. About. Guck mal hier. Hier. Ja, guck mal hier. Ja, schade. Meine Botlane fehlt auch leider, deswegen bringt das hier gerade nicht so viel. Wir haben nochmal ein Wort rein. Wir sind bald Level 6. Wir müssen schnell 6 werden. Weil selbst wenn Kane gleich Vögel macht, wir hätten nicht genug Damage dafür, glaube ich. I think, I guess, I think. Einmal noch eine W, das wäre richtig lecker da. Hier. Zack. So. Ja, so Lux zu töten ist wirklich ein schwieriges Konzept. Wir können... Das Problem ist, hier ist der Taunty und er weiß ja, beziehungsweise Lux hat ja gesehen, dass ich nach unten gehe. Das ist aber okay. Ich täusche einen Roam vor, sodass meine Bot hier ohne Stress unter dem Turm farmen kann, weil die direkt weggegangen sind. Und ich habe ihre Ult gebaitet. Auch gut, dann kriege ich die schon mal nicht ins Gesicht. Na, und kann jetzt einfach hier for free die Wave nehmen. Master Baiter, Leute. Master Baiter. Einfach Ult gebaitet, Botlane, den Gank gebaitet. Und jetzt gönnen wir... wer ist das da oben? Ja, okay. Er gönnt sich einfach beide. Wir nehmen direkt noch eine Wave und dann gehen wir entweder shoppen oder roam. Eins von beiden. Müssen wir gucken, wie es läuft. Müssen wir schauen, wie es läuft. Zack, hier noch eine W durch. Auto-Tech Q. So. Wir haben Ultimate. Ich würde sagen, wir setzen hier nochmal ein Ward, so dass es in das Vogelcamp reinschauen kann. Ich weiß nicht, ob wir schnell genug sind. Ich hoffe, ich würde den sehr gerne haben. Oh Gott. Sache Mai. Sache Mai, wer bist du denn? Ich treffe sie nicht. Na, okay, Red Buff ist abgegeben, aber ich denke, für einen Kill kann man das machen, oder? Ich würde Antrag auf Worth machen. Problem ist, wir haben überhaupt kein Mana mehr. Ich würde eben gerne shoppen gehen. Sie wird gleich hier irgendwas reinwerfen, um mich abzubrechen. Ich muss eben shoppen. Bitte, bitte nichts werfen. Danke, 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 danke. So, Tiamat ist da. Wir gönnen uns gar nichts. Und, ja. Ich glaube, wir bleiben noch bei dem Ding. Ich hoffe, da ist jetzt nichts kaputt gegangen dadurch. So. Bisher sieht es sehr gut aus. Aber so muss das Game laufen, weil wenn wir haben das... Ich hätte gesagt, wir haben schlechtere Late Game, außer Vayne. Ich meine, die haben an sich ein perfektes Team. Darken mit einer Ultimate von links dazu. Hier von... Okay. Achso, ich wollte schon sagen, hat die schlecht getrunken oder was? So, sie hat aber keine Ultimate mehr. Das ist wieder ziemlich gut. Wir pushen einfach sehr aggressiv durch. Können gucken, ob wir dann roamen gehen. Ultimate haben wir gerade nicht. Wir können auch natürlich immer vortäuschen, dass wir roamen. Und dann einfach für Lux gehen. Allerdings wissen die irgendwie, was hier Sache ist gerade. Die haben da irgendwo Vision. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach Botlane gehen. Ja, wir können auch vortäuschen und dann wirklich ganken. Haben aber nun mal gerade keine Ultimate. Und sie wissen, dass ich hier bin. Beziehungsweise Six fehlt auch. Aber wir verlieren ja nicht viel. Ne? Was verlieren wir hier, Leute? Aktuell noch überhaupt nichts. Eigentlich ist das hier irgendwie riecht das. Irgendwie riecht das nach Falle irgendwo. Jetzt haben wir einen Minion verloren. Dafür, dass wir aber globale Präsenz zeigen können. Ne? Und wenn mal ein kleines Glied versagt, ne, irgendjemand nicht pingt, irgendjemand nicht moved, zack, wird das bestraft. Zack, schwanger. Jetzt sind sie unten wieder weg, aber wir laufen hier einfach im Kreis, stellen wieder hier das Wort, das wird uns irgendwann belohnen und können jetzt in ihren Nacken springen. Wir warten, bis sie ihre Spells benutzen. Vielleicht kommt noch eine Q? Eine Q? Vielleicht eine Q? Ich glaube, sie weiß, dass ich hier bin. Irgendwie habe ich das Gefühl. Sie weiß, dass ich hier bin. Sie weiß doch, dass ich hier bin. Das kann mir doch keiner erzählen sonst. Ist aber okay, dann bleib halt da. Ha! Later! Ja, so. Es war eine gute, cleane Combo. Wir haben Flash bekommen, aber es hat leider am Ende des Tages nicht gereicht. Aber wir können jetzt wieder Pressure aufbauen. Denn wir werden nicht shoppen gehen. Und sie ist immer noch da. Wir könnten den Flash und Auto-Tech Q machen. Aber reicht das? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Niert.
Aber wir können jetzt wieder Präsenz zeigen. Man nennt mich auch. Man nennt mich nicht nur den Bastard-Bait, man nennt mich auch Präsenzboy. Sind wir nämlich unten. Lux kann nichts machen, sie muss shoppen. Das heißt, ich bin hier. Und wenn ich hier bin, dann ist sie. Allerdings müssen wir gucken, dass deren AD-Curry bald kommt. Welcome! Ich habe keine Assist bekommen! Nö! Hey, ich dachte, das wäre so Teamwork-Damage, aber ich habe überhaupt nichts gemacht. Gutes Champion-Design. Rengar. Ich werde Rengar mähen. Ne, jetzt Präsenz. Präsenz-Boy macht Präsenz auf der Bot und take den first turret. Geil. Eigentlich können Rengar hier gleich nochmal rausspringen. Also. Ja, und sie? Das ist so halt der Moment, wo du deinen Midlaner flamest, dass er keine Präsenz hat. Ja, das ist, was ich gesagt habe. Allerdings. Ja, ohne mich klappt es halt nicht. Also ich war anscheinend doch wichtig. Hallo. Guten Tag. Ich zeig dir. Jetzt so läuft das nämlich. So. Genau so. Life of an AD Carry. Wir können eigentlich nochmal dahin laufen. Allerdings müssen wir jetzt mal gucken, dass wir sie nerven. Aber hey, sie hat einen Plate bekommen, Leute. Worth. Ich würde sie getten. Wir machen den Getting-Strahl. Scheiße, 3, 2, 2. Hat sie mich schon gesehen? Ich weiß es. Nee, die hat ein Sturmglas! Oh, Marca. Espacito, ey. Oh, man. Na gut. Gehen wir mal shoppen. Wir haben ein volles Konto. Lux ist tot. Übrigens, es gibt natürlich auch eine Szene. Es gibt eine Szene von Leuten, die sagen, es sind die Mauspad-Ultras. Die sagen, Tobi, Mauspads for life. Mauspads ohne Mauspad, ohne mich. Ja? Und die würden jetzt sagen, ja, Tobi, du hast bestimmt voll das scheiß Mauspad. Klar, dass das nicht funktioniert. Ich muss sagen, ich habe ein gigantonisches Mauspad gehabt. Das ist so ein, ich darf gar nicht zeigen hier, aber es ist eine fucking Eisenplatte oder sowas mit so richtig heftige Struktur. 1000 Euro. Ne, ich glaube so 30 oder so. Also schon gigantonisch für ein Mauspad, gigantonisch teuer. Man muss fair sein, es hat ja mit der Zeit ein bisschen abgenutzt. Aber ich habe das Gefühl, ohne Mauspad läuft es so smooth gerade. So richtig smooth. Wieso wirft sie mich eigentlich mit ihrem scheiß Shield ab? Wir könnten jetzt direkt Toplane ganken. Na, ja, das ist immer very gute in, ne? Oh, lol, welcome. Ne, so kannst du richtig geil Toplane ganken, aber Toplane ist halt schon tot gewesen, deswegen. Hätte ich jetzt Flash, würde ich Dinge tun, aber oh shit, no. Ja, ist okay. Sie wollten mir jetzt alle heimzahlen. Jetzt sind sie für den Full Heimzahl gegangen. Ist okay. Also wie viele Shield haben die hier? Was ist das? Was von Lux? So, hier kommt eine Bombe. Okay. Bisher sieht's wirklich gut aus. Ich bin 3-1. War 3-0. Er ist 6-1. Toplane, ne? Bot sieht bisher gut aus. Hätte ich gesagt. Gunblade Gale. Jetzt kommt Vayne hier rein. Das ist gut. Glaube ich zumindest. Sieht gut aus. Rengar kommt. Bam. Ich glaube, ich werde Rengar main. Ich werde dem nächsten Rengar-Game hochladen. Das ist ja. Sobald du mit Rengar einmal voll bist, ist das Game komplett free. Du musst nur noch runterrennen. Das ist ja komplett easy. Holy shit, man. Du musst halt legit nur R drücken. GG. So, wir gehen mal hier rüber. Borden mal wieder hier. Oh, welcome! Das war auch wieder nett. Das war die Full Damage. Fast Full Damage Clean Combo. Der ist komplett explodiert. Das ist ja wohl meiner. Ich mach den schon. Das ist meiner. Ich mach den schon. Na, andere Kiddies würden jetzt AFK gehen. Ich aber nicht. Ich sag mir einfach, ja, Mai. Ich sag einfach, ja, Mai, stirb jetzt. Dann kann ich dich nehmen. Dann kann ich den töten, der dich tötet. Naja, sowas würde ich nicht tun. Niemals. Ne? Ich nicht. Welche Schuhe kaufen wir gegen die? Sobald Morgana im Gegnerteam ist, Mergurys, Leute. Das ist eine grundsätzliche Regel. Morgana gleich Mergurys. Komm, wirf dein Bein. Wirf es. Macht sie nicht. Kacke. Also, sie können so viel AD haben, wie sie wollen. Morgana, Mergurys. Außerdem haben die noch Lux dabei. Also, Doppelwurf. So, wir gehen nochmal eben eine Wave Botlane pushen. Wir können auch unser Control hier in den Busch. Ah!
überredet. Mehr Crease. Eigentlich wollte ich noch einen Dirk kaufen. Ja, das war Jumpscare Morgana. Scheißendreck. Scheißendreck, du. Aber okay. Aber okay. Ich werde jetzt gleich zum Sport jodeln. Wenn wir das Game gewinnen, wir müssen es gewinnen, Leute. Wir müssen weniger throwen. Ich bin jetzt gestorben. Nochmal, das war ein ungefähr. Aber jedes Mal, ein Tod von mir heißt 3 Kills für Vayne. Ich finde, die Rechnung ist eigentlich worth, oder? Das heißt, 4 plus 9, 2 im Sinn, minus 6, 6 Kills. Das ist echt okay eigentlich, hätte ich gesagt. Also, ich meine, sobald Vayne fett ist, ist eigentlich das Game eh... Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn ihr eine Vayne im Team habt, Leute. Vaynes carryen euch. Hat Kayn sich jetzt gerade verwandelt? Hört jeder das, dass er sich verwandelt? Ich habe doch was gehört. Also, wenn ihr eine Vayne im Team habt, Leute, müsst ihr einfach 24-7 bei Vayne bleiben. Vayne ist nämlich... Ja, weiß ich nicht. Ich würde ja jetzt eine... Ich benutze ja immer... Metaphern oder gute Beispiele. Vayne ist wie so ein kleiner Putin. Rastet komplett aus, vernichtet alles, aber kann nicht auf sich selbst aufpassen. Wenn Amerika kommt, ist RIP. Wenn aber jetzt ich als... Wer ist denn von Russland? Friend. Ich glaube, Indien ist ziemlich gut mit Russland. Ne? Wenn ich jetzt... Also ich glaube, die Russen mögen auf jeden Fall Indien. Und umgekehrt. Wenn ich jetzt quasi für Vayne da bin, aka für Putin, wir fangen jetzt aber die Lux ab. Lux ist, glaube ich, Holland. Wo ist Lux? Da ist Lux. Welcome! Wieso stirbt sie nicht? Ah ja! Heiß! Hab die Passive Line nicht ausgelöst. Okay. Vielleicht bin auch ich Putin. Ja, ist okay. Ist aber fein. Ist fein. Very fine, kann man sagen. Guck mal, Rengar hat 4000 Gold. Wie fett ist denn der? 9-1. Ja, welcome. Dann gehen wir mal shoppen. Ich wollte eh Damage kaufen. Es wäre halt perfekt gewesen, wäre ich hier gerade rübergesprungen mit der Q, so dass ich direkt noch da mitspringe. Aber ich musste erst ehen und so weiter. Es war halt RIP in Rinis. RIP in Rinis. Aber es sieht trotzdem gut aus. Ich meine, steht 24-8, 12 im Sinn. 4-2-1. Cool. Schön. Schön. Vor allem ist es ja My Promonition. Da ist ein Kayne. Also ich würde sagen, also ich mache schon Dinge auf der Map, aber irgendwie nichts. Also ich glaube, ich bin halt einfach der Masterbaiter. Ich baite halt alle Sachen von den Gegnern. Flashes, Dashes, alles. Und dann kann mein Team aufräumen. Ich würde aber gerne auch aufräumen. So ein bisschen. Hier, das sieht nach Aufräumen aus. Den jetzt nicht unbedingt, aber sie vielleicht. Da hier ist alles. Ah! 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 Ja, ich bin da. Guten Tag. Later. Ja, free. Also da, das war. Ne, da wusste ich direkt, für welche Plays man da gehen kann. Ne, aber das bei Kayle halt. Also ich glaube, Kayle ist wirklich auch free für Talon. Ich meine, sie hat sich ja nicht geholt und danach ist eh over. Also ich weiß, ich hatte bisher noch keine Kayle, die krass war. Vielleicht liegt es auch an Talon. Ich glaube, er ist wirklich gut. Weil wenn sie Ult drückt, drückst du Ult und danach killst du sie einfach. So. Ja, schön, Leute. Schön. Oh, scheiße, wir werden alle noch... Oh Gott. Er hat uns verkauft. Alle sterben oder keiner stirbt. Und sie ist hier unten. Sie hat mich auch verkauft. Wieso pusht die Türme? Aber ist okay. Ist okay. Ich bin eigentlich auch eher der Boy, der sagt, man geht lieber für das hier, als für das hier. Ne? Es ist okay. Wir stehen 5-3. Naja. Aber wenn wir das Game hier gewinnen, wäre ich damit zufrieden. Ihr könnt mir unbedingt gerne mal sagen, mit welcher Rune ihr hier spielt, Leute. Unbedingt sagen. Also ich glaube, ich bin mir unsicher. Also, die haben alle irgendwie ihre Berechtigung. Und klar, ich sag mal, solange ihr kein Assassin spielt, dann ist halt die Ward-Rune sehr gut.
Aber auf Assassins will ich halt eigentlich relativ früh das Ding mitnehmen und dann geht es halt nicht. Ich bin unterwegs, Leute. I'm under the way. Ich will auch was. Ja, den. Ja. Nice. Solo, sehr gut. Eigentlich können wir enden, Leute. Ich weiß nicht, warum wir den Dragon machen. Meint ihr, wir schaffen das? Ich gegen Morgana? Allerdings kommt Kay gleich wieder. Ich gegen Morgana. Wobei, wir haben Super Minions. Ich und die Super Minions gegen Morgana. Let's go. Blades da rein. Kommt schon. Ich will beenden. Sie will mich biten, aber ich bin die Minions hier. Nice. Sie hat Ult. Geh weg. Hast du schon Glas? Oh nein, hat sie. Stirb. Nein. Bitte endet. Jetzt. Okay, also ich... Mann, Bruder! Was? Also, das, was ich mache, ich gebe zu, das ist dumm. Aber was sie macht, ist voll dumm. Was? Sie verkauft uns die ganze Zeit. Wieso war er... Was macht ihr denn alle? Wir töten 4 von denen. Und die gehen shoppen. Was macht ihr denn alle? Ich meine... Ich möchte Antrag auf, das war ziemlich dumm, senden. Das war ziemlich dumm, was ich gemacht habe. Ich wollte was Cooles machen. Es war dumm. Coole Sachen sind oft dumm, aber was hier die Gebrüder Grimm gerade im Jungle machen, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das Premade sind. Kann man das sehen? Weiß man nicht. Guys, wir brauchen, was machen wir denn? Can we end? Or I send? Oh, er geht für den End. Endlich mal ein Mann. Oh, er hat mit der Ult kein Damage mehr gemacht. Oder macht die am Nexus kein Damage? Jetzt, wir können einfach runterrennen. Literally. Wieso immer ich? Mein Leben ist so hart. Hört auf, ich ende jetzt. Ich mach das. Ende bitte. Danke, Vayne. Danke, finally. Wobei, Sion hat wahrscheinlich auch noch geschafft. Ja, die Runde war eine... Ja, ich würde sagen, eine Fiesta. Also, das Problem ist, muss man ehrlich sagen, je einfacher die Games werden, kennt ihr ja, umso mehr trollt man. Und ich habe am Ende super viel getrollt. Aber wir haben, und wir wurden, platzioniert. Genau, haben wir, ich würde sagen, Ränger. Ja, also, mit dem Mauspad, Leute, ich würde sagen, ganz klar, ich habe die ganze Zeit nur so schlecht gespielt, weil wir, quasi mit Mauspad gespielt haben. Ab jetzt können wir richtig Elo machen. Richtig cool, Leute. Richtig, richtig schön. Ne? Dann haben wir das geklärt. Habe ich gerne für euch gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.